Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Klasse, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie bei optimalem Fußballwetter zu diesem Spiel heute. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Wir zeigen Ihnen heute eine spannende Partie. Bayern München gegen Inter Mailand. Ich glaube, das wird extrem spannend heute. Das wird hochklassig. Beide wollen sich zeigen, wollen ein Ausrufezeichen setzen. Und dann schauen wir mal, wem das am Ende wirklich gelingt. Inter hat Anstoß. So gehen es die Bayern also heute an. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Dayo Upamecano spielt. Ah, Moment, jetzt liegt was in der Luft. Frühes Tor ist immer wichtig. Jetzt ist der Jubel groß. Jetzt sind die Bayern hier also hinten. Sie müssen was tun. Fairer Einsatz hier. Milan Skriniar. Barella. Gute Chance von Dzeko. Jetzt schießt er. Den kann er blocken, sah gefährlich aus. Ecke kommt. Gefahr bereinigt. Henrik Mkhitaryan. Das macht er sehr gut. Wenn Weltstars den Weg in die Bundesliga antreten, dann ist der FC Bayern meist erste Adresse. Ja, immer wieder absolute Topspieler in die Liga geholt. Gerade auch in den letzten Jahren. Denken wir an Xabi Alonso oder auch an Vidal. Barella, das Martinez. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Jetzt vielleicht. Jetzt kommt der Schuss. Macht das ganz sicher. Und das gibt Abstoß. Hier sehen wir den Treffer nochmal. Alfonso Davis, Ballverlust. Barella. Wird das seine Torchance? Dzeko, das muss es sein. Die Riesenchance. Inter macht das Tor, baut damit seine Führung aus. Jetzt ist man mit zwei Toren vorne. Steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Alfonso Davis nimmt erstmal ein wenig das Tempo raus. Kimmich, Thomas Müller. Klasse gehalten, richtig stark gemacht, verhindert hier ja den sicheren Treffer. Wechsel jetzt bei den Bayern. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Kimmich hat ihn wieder. Joao Cancelo. Müller, das muss es doch sein. Musiala. Die Chance lebt noch. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch.
So, wir hören's. Pausenpfiff. Das war's für den ersten Durchgang in diesem Spiel. An Thomas Müller läuft die Partie heute irgendwie vorbei. Bisher eine sehr überschaubare Leistung von ihm. Er strahlt keine Gefahr aus. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Die Bayern gehen mit einem klaren Rückstand in diesen zweiten Durchgang. Es droht die Niederlage. Leon Goretzka. Musiala mit dem Ball. Ist das das Tor? Jetzt sind sie dran. Noch ein Tor, dann haben sie den Ausgleich. Zwei-eins, hier ist noch alles drin. Er kann sich durchsetzen. Gute Chance von Jenko. Gute Aktion, Spiel raus. Einwurf hinter Mailand. Die Bayern wechseln. Romelu Lukaku. Da ist die Chance. Ecke für Inter Mailand. Gute Chance, die knappe Führung weiter auszubauen. Ecke in den Strafraum. Ballbesitz wechselt. Jetzt Inter Mailand mit dem Ball. Romelu Lukaku. Varela. Martinez kann es machen. Lautaro Martinez. Gehalten. Macht er gut. Und dann ist der Ball doch weg. Jetzt in der Anspielstation. Lautaro Martinez. Ball ist bei Coman. Da wäre Platz für einen Konter. Oh, viel Platz jetzt. Und damit hat er hier nun den Doppelpack. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Thomas Müller jetzt. Dayot Upamecano. Mané. Wichtig, dass er sich den Ball holt. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Varela. Schön dazwischen gegangen. De Ligt. Das ist De Ligt. Thomas Müller jetzt. Mané. Ballverlust Mané. Di Marco. Leon Goretzka. Müller. Müller jetzt. Kimmich. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Da kommt der Schlusspfiff. Wir haben den Sieger dieses Spiels. Inter Mailand hat gewonnen. Klarer Sieg also am Ende, ein ungefährdeter Erfolg. Das war schon klasse, wie Sie hier heute aufgetreten sind. Da haben Sie überhaupt keine Zweifel aufkommen lassen.
Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.